bis vor 3, 4 Jahren ungefähr, ist unser Netzwerk auch nicht so richtig aus den Puschen gekommen, weil vielleicht auch die Möglichkeit für die Beteiligten, für Interessierte fehlte, um damit ihren Lebensunterhalt zu bestreiten mit Meta. Ich glaube, die Bedingungen sind da mittlerweile völlig andere. Also seit 2018, in den letzten 3, 4, 5 Jahren, hat sich da die Sache komplett gedreht. Also ich war quasi krank durch E-Book-Produktion. Dafür gibt es jetzt eine Neuauflage in Portugiesisch von Organisation für Komplexität und ein ganz neues, eine ganz neue Version in Französisch. Total cool. Für Spanisch haben wir einen Verlag, also das ist ganz toll. Und Kroatisch ist ja auch gerade in Arbeit, also es tut sich was im Ja, publizistischen. geil. Ja. Super cool. Dann können wir ja direkt einsteigen. Das ist ja letztlich auch so ein bisschen das Dachthema, was ich mitgenommen habe, ne? So Neues aus dem Beta-Universum. Was dürfen wir denn da erwarten? Naja, es tut sich halt was im Beta-Universum. Also Beta-Universum ist ja so ein bisschen überkandidelt formuliert, aber es soll ja andeuten, dieses Beta-Codex-Network, da tut sich schon was in diesem Feld. Da entstehen neue Muster. Und ich habe gerade heute Morgen darüber nachgedacht, wie denn das historisch, also ich bin ja sozusagen historisch da einer der wenigen, der vollumfänglich dabei war. Valeria aus Brasilien ist da noch, ist mit dabei gewesen von Anfang an bei der Beta-Codex-Geschichte. Aber für mich hat das ja mit Beyond Budgeting schon begonnen, also 2003. Das waren so Jahre, da hatten wir halt eine kleine Community mit Mitgliedsunternehmen. Und als wir dann das Beta-Codex-Network mit dem Open-Source-Ansatz gegründet haben, da war es ja irgendwie auch freier. Also jeder konnte plötzlich dabei sein, aber es gab nicht gerade einen Ansturm, ne? Also Valera und ich, wir haben erst mal ein paar Jahre richtig gerödelt, um lokal in Sao Paulo damals eine Community aufzubauen, was höllisch schwierig war. Und auch international. Also wir haben versucht, auch Associates zu gewinnen, die sich engagieren. Und ich denke mal, über Jahre war das ein bisschen schwierig, so, gerade so bis 2008. Entschuldigung, 2018. Ich glaube, die Bedingungen sind da mittlerweile völlig andere. Also seit 2018, in den letzten 3, 4, 5 Jahren, hat sich da die Sache komplett gedreht. Und darüber gilt es zu reden, denn das Beta-Codex-Network ist nicht mehr das, was es noch war vor 4, 5 Jahren. Ja, das ist spannend. Ich meine, ich bin ja selbst erst Anfang 2019 eingestiegen, also quasi zu der Zeit, wo sich anscheinend schon mehr bewegt hat, also außerhalb des Inner Circle. Genau, 2018 war halt so, also ich hoffe, ich kriege das gerade richtig hin. Anfang 2018, als Björn Janssen und Sebastian Blum dazu gestoßen sind, haben wir dann eine neue Website für das Netzwerk endlich erzeugt. Da kam so ein bisschen Bewegung in die Sache und wir haben dann ja auch schnell andere gewonnen, wie dich und Peter Pröll, andere Kollegen, die da auch Rollen übernehmen wollten. Elisabeth Sechsacke zählt sicherlich zu dieser Bewegung auch noch dazu. Also wir haben jetzt sozusagen einen größeren Resonanzraum in unserem Netzwerk. International war ja inzwischen auch ein bisschen mehr los. Ich weiß nicht, ob du das noch mitgekriegt hast, auf Slack, als wir dann das Slack-Forum angefangen haben. Nur fehlte ja immer noch so ein bisschen die Möglichkeit, ja, was mache ich jetzt beruflich damit? Also wie kann ich mich jetzt darauf einlassen und auch, wie gesagt, meinen Lebensunterhalt bestreiten? Das war halt wenig gelöst. Und ich glaube, da haben wir jetzt doch ein bisschen, da sehen wir jetzt nicht nur Licht am Horizont, sondern wir sind in einer völlig anderen Dimension der Entwicklung, glaube ich, in einer neuen Ära dieses Netzwerks. Und das ist, wir wissen jetzt, wie man Arbeit am System, also Work the System, habe ich ja das da vor ein paar Monaten genannt in einem der Meetups, wie man das machen kann, fassen kann, anbieten kann und auch damit Business machen kann. Verschiedene Kollegen aus dem Netzwerk haben sich das ja auch schon zu eigen gemacht und bieten das an. Wir wissen auch, wie man Learn the System, wie ich das damals genannt habe, also das Beta-Codex Lernen anzubieten, wie man das anbieten kann. Mit Discourse tut sich da eine ganze Menge, aber nicht nur mit Discourse, muss ich auch sagen. Ich glaube, auch in Sachen Publikationen, Öffentlichkeit erreichen wir da eine neue Ebene, auch durch neue Buchprojekte, neue Übersetzungen und so weiter. Also wir kommen da in eine neue Phase und diese Muster sozusagen, die sind es wert, auch mal betrachtet zu werden und auch mal vergemeinschaftet zu werden. Darum soll es gehen in dieser Meetup-Session. Dann ist das ja letztlich ein Follow-up zu der, die du vor einem knappen halben Jahr gehalten hast. Das Beta-Universum ist eröffnet. Genau, damals habe ich gesagt, das Beta-Universum ist eröffnet. Ich habe so ein bisschen die Elemente gezeigt. Vielleicht zeige ich die auch wieder, vielleicht ist das gar nicht nötig. Da gab es einen Stand, der mittlerweile sich auch schon wieder verändert hat. Ne? Das Beta-Universum expandiert ja in gewisser Weise. Es wird auch facettenreicher. Also es zeigen sich da neue Konstellationen, ganz klar. Discourse ist da für mich das beste Beispiel. Damals war das ein Projekt zwischen vier
Beta-Codex Network Beteiligten. Jetzt sind da 5 weitere dabei. Ja? Mhm. Also da gruppieren wir uns auch neu. Ich glaube, du bist auch ein schönes Beispiel dafür, Anke, was sich da an neuen Konstellationen auch ergibt. Ja? Und darüber lohnt es sich einfach, in unserem Meetup mal zu sprechen. Ich werde dazu ein paar Worte sagen, einfach um einen Überblick zu schaffen über Muster, die ich so sehe oder meine zu sehen. Und vielleicht haben wir dann auch eine, vielleicht kommt dann ja auch eine Session zustande, in der wir darüber weiter diskutieren. Ich freue mich auf das Meetup. Bin gespannt, wer dabei ist. Und ich glaube, es gibt viel zu bereden. Da bin ich sicher.